Wo war ich jetzt? Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Den Stern umsetzen. Stimmt. Erstmal wollte ich beim Sieb was ändern. Moon Dirt. Genau. Den Sieb der jetzt durch. Und danach kommt wieder Moon Rock. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die. Scheiße, jetzt werfe ich mein Buch weg. Die Kiste nochmal voll machen. Damit ordentlich was rausgeholt wird, wenn ich den Server jetzt die kommende Woche wieder für 2-3 Stunden anschalte. Warum wurde hier eigentlich von RF Tools was hergestellt? Craft Tier 1 und 2. Mhm. Hier in deiner Kiste hier oben ist von RF Tools was. Wo ist mein Buch? Ne, das ist das, was Tyrox gefunden hatte. Ach so. Ne, nicht von RF Tools, von Random Things war das. Nee, das ist von RF Tools hier unten. Ach, das hab ich, ich musste für eine Quest einen Tier 1 Crafter machen und dann dafür hab ich dann einen Tier 2 Crafter bekommen. Ach so. Ja gut. Ach Gott, mein Rechner fängt doch wieder an zu brummen. Ich glaube, der ist schon zu lange an. So, Stern habe ich jetzt abgebaut. Stopp, ich brauche Stonebricks. Shit. Ach, jetzt muss ich ja alles umlegen. Wir haben ja dort oben noch dieses komische Ding, was unsere Oxygen-Dinger macht hier. Nee, warte mal. Oh. Hä? Bin ich jetzt... Das ist hier drinne. Bin ich jetzt total bescheuert? Dann könnte ich den... Wo könnte ich den Stern dann am besten hinbauen? Wenn du hier sowieso was reinziehst, würde ich den da einfach so drunter stellen. Naja, geht ja nicht, weil das Kabel muss ja hier hoch zu der Leitung. Na, stimmt. Weil dort dieser Block ist, der das dann in Galactic Craft Strom irgendwie macht, tut, keine Ahnung wie. Wir können das hier sowieso nie so einen luftkompressten Raum machen, weil wir haben überall Öffnung. Ich würde ihn nicht so hinstellen wollen. Warte, ich muss mal kurz weg. Aber wir haben nirgends Öffnungen, um die ins Freie führen. Doch, oben, wo das Solarpendel ist. No. Okay. Das geht nicht. Der Strom geht doch nur von unten. Da fliegt er. Blödes Ding, ey. Der Stern. Low. Oh, der ist schon fast aufgebraucht. Ja, ist doch gut. Ist verbunden. Ich kann hier stehen und alle meine Maschinen nutzen. Gut. Also lassen wir den dort. Ja. Und ich habe wieder ein paar Energiecables. Inventar. Aber warum kann ich hier oben nicht anschließen? Ach, da kommt ja diese Stichflamme raus, stimmt ja. Da war ja was. Da war ja... Nein,
falsch abgebaut. Scheiße. Wo ist der eine Block hin? Da. Ich hab nichts angesammelt. So. Das müssen wir mal alles machen, wenn der Stern komplett weg ist. Ich brauche. Kabelstone. Haben wir ja genug mittlerweile. Ja, das die Kiste ist voll, die oben ist voll. Das Schöne ist, du kannst Cobblestone wirklich rausnehmen, ohne dass es wegfliegt. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall mal eine Trashcan noch zulegen. Du weißt schon. Ist eigentlich irgendwas wie so ein. So, sag ich schon. Reaktor oder sowas, das ist extrem viel Strom. Ja, es gibt mehrere Reaktoren hier drauf. Mehrere Varianten. Diese wären. Wenn mich nicht alles täuscht, von Quantum Flux kannst du einen herstellen. Nuklearkraft ist drauf. Extremreaktor ist nicht drauf. Aber Nuklearkraft ist auf jeden Fall drauf. Aber das wird bestimmt teuer werden. Reaktor Casing. Ja, das ist nämlich ein 5x5 Rezept. Und da brauchst du wieder Dash dazu. Ja, mir wird das die Mod Nuklearkraft gar nicht angezeigt. Gib mal @NU ein. @NU. Achso. Und das sind 5x5 Rezepte. Dieses 5x5 Rezept weiß ich, glaube ich, wie wir das kriegen. Auch nur ein Dia-Block. Und ein Papier. Ach, hier dieses Kryothen. Ach nee, warte mal, hä? Mein Gem. Fusion Chamber Blueprint. Ja, du brauchst eine Heavy Duty Workspace. Ach nee, nur einen normalen Dia. Du brauchst eine Heavy Duty Workspace. Space-Teil. Scheiße, ich hab keine Luft mehr. Haben wir gerade zufällig einen Dia? Nein. Leider nicht. Die sind alle futsch. Und bis hier einer kommt, das dauert unanweichen. Leider. Ich mach das Glas jetzt erst einmal hier rein, das brauche ich gerade nicht auf die Schnelle. Ich brauche halt auch, naja, für die Upgrades für das Sieve brauche ich auch noch ein bisschen was. Dass wir da, ja, ein bisschen was machen können. Haben die den Dings schon? CO2 und so, die sind noch nicht so weit. Ist gerade. Heart of Star. Irgendwie muss der doch. Achso, du brauchst einen Nether Star dazu. Wither Skeleton Skulls. Okay. Oder Blutaltar. Oder. Ach du. Kannst du das nicht schon herstellen, den Nether Star? Nether Star. Helium habe ich nicht.
Carbon habe ich, Carbonizium habe ich nicht, Hydrogen habe ich. Nee, das... Ich guck gerade nach dem Helium. Carbonizium kann ich nicht herstellen. Dafür brauche ich wieder einen Etherstar oder sowas. Hey. Hi. Ah, bin wieder da. Hast du zufälligerweise einen hier? Scheiße. Man kann die ja klein crushen, hat aber kein Rezept, damit man es wiederherstellen kann. Nee, da ist keiner reingekommen. Krieg's halt nur aus Moonrock mit einer 1%igen Chance. Mhm. Und ich brauche aber halt auch Dias wegen diversen Rezepten. Cool, ich werde nicht... Ich glaube, der ist wirklich zu schlaff. Der zieht uns nicht mehr an, der Stern. Nee, ab 6 Blöcken Entfernung zieht er einen nicht mehr an. Okay. Ja, das dürften etwa 6 Blöcke sein. 2, 4. Yep. Das ist genau die Entfernung. Und selbst wenn, wir brauchen ja für den Quest sowieso einen leeren Stern. Aber ich hab gerade was gesehen, ich weiß jetzt nicht, welche Quest ich angeklickt habe. Hatte. Ich weiß es leider auch nicht. Da kriegt man Helium. Aber für die Teile brauche ich massig Eisen. Wann braucht man das nicht? Hattest du nicht Carbon-Nanotubes hergestellt? Ja, 21 Stück. Dafür brauche ich halt Dias. Mm. Noch 2 Stück, damit ich die Quest abschließen kann. Silber, Gold und... Was bräuchte ich? Das ist dieses radioaktive Zeug. Oh Mann. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Nein. Irgendwas. Habe ich nicht irgendwo W? W habe ich. Wie viel braucht man dafür? 16, wie viel brauche ich davon? 64, das sind. Ja. Oh. Ja, geil. Spiel abgestürzt wieder, ne? Also heute habe ich's. Mm. Das auf jeden Fall. Das könnte ich doch aber glaube sogar schon machen. Nee, Block of Dash. Fuck. Das ist Naquada. Wo finde ich Naquada? Dafür brauchst du, glaube ich, was vom Dash oder so war das, glaube ich. Block of Coal und Venus Crystal. Ja, Venus, das war's. Wir brauchen... Und da gibt's dann 10 Heart of Stars raus. Das wäre natürlich praktisch. Da gibt's noch Kupfer. Da gibt's noch Aluminium.
Block of Dia und wir könnten ein paar Schematics uns holen. Soulwire. 10 Obsidian und du kriegst ein Gravel raus. Ernsthaft? Die verarschen ihn doch. Wegen dem 5x5 Rezept, das kann ich mir vorstellen, wie man es kriegt. Du brauchst eine bestimmte Werkbank dazu. Tja. Für dieses 5x5 oder was? Ja. Dieses 5x5 Crafting Feld. Ja, da brauchst du. Das ist die von Nuclear Craft. Ja. Dafür brauchst du, glaube ich, aber allerdings wieder Dash Ingots. Oder was auch immer. Oder? Heavy Duty Workspace, ja. Dash. Müssen wir also unbedingt auf andere Planeten. Ja, komm erstmal so weit, dass du dir eine Rakete craften kannst. Was ist denn die erste Rakete? Beziehungsweise, gut, braucht ja erstmal.